Hi und herzlich willkommen zum zweiten Teil von meinem Karatart Mystery Paket. Hier haben wir unsere zweite Leinwand. Nach dem Intro seht ihr welche. Ich packe gerade mal den Karton rüber. Der ist jetzt leer. Und wir hatten ja in dem kleineren Paketchen, habe ich euch ja vorgestellt, unsere kleine Hasenmaus, Hasenballerina, Swan Lake. Und jetzt bin ich mal gespannt, was hier drin ist. Ja, wie immer, der Karatartkarton ist gut verpackt, nochmal in seiner Folie. Let the pressure begin. Piece for piece, just you and your masterpiece von Karatart. Hier auf dem Karton nochmal die Instruktionen, hinten auch nochmal. Und wir haben drin das Brüderlein, oder? Brother and Sister. Oh, da bin ich ja mal gespannt. Ich hatte ja erzählt, das sind Hundekits. Denn, ja, für die Eckigen, wie gesagt, ich war zu langsam. Aber ist auch nicht schlimm. Ups. So, einmal eingeritzt. Dass wir hier die Folie mal abkriegen. Holen wir es mal raus. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der Druck ist, weil von vielen hatte ich schon gehört, dass der Druck bei hier dem nicht so super wäre, weil es eins von den ersten Bildern ist von Karatart. Aber ich denke mal, weiß ja nicht, der wievielte Druck insgesamt das ist. Der wird hier garantiert besser sein. Hier seht ihr nochmal die Bild-ID auf der Hülle. Ich hole gerade mal die Leinwand raus. So, jetzt ruschen wir nachher nur noch kurz für die Steinchen. So, einmal unser Washi-Tape, ne, so rum, von Karatart. Und einmal unser Wachsdöschen mit drei Blättern, blauem Wachs in Herzform. Das ist bei den Künstlerbildern immer dabei. Und wenn ihr ein Toolkit benötigt noch, dann könnt ihr das bei Karatart mit anklicken. Für einen kleinen Aufpreis bekommt ihr das dann dazu. Hier sind die Steinchen. Ja doch, wahrscheinlich ist es doch ein älteres Kit, weil hier die Aufkleber sind kleiner. Das dachte ich gerade. Nee, Steinchen sehe ich jetzt keine lose. Aber guck mal, was für eine Farbpalette. Schön. Unser Stickersheet nochmal mit allen Daten dazu. Karatart. Brother and Sister, also Bruder und Schwester, von Jasmin Beckett Griffith in 55x70 in runden Steinchen. Hier ist nochmal die Bildnummer, der Leitspruch von Karatart und die Stickerlegende. Die könnt ihr ja hier so ablösen. Die sind schon vorgestanzt, dass das auf die Döschen und sowas passt. Und sollte es nicht passen, hat mir mal eine liebe Zuschauerin gesagt, kann man vorne ja einfach abschneiden. Also man kann es sich ja auch zuschneiden. Auf die Idee war ich da bei dem Kitting-Up noch nicht gekommen. Ich weiß auch nicht. Wir haben Buchstaben, Zahlen und Symbole zum Painten. Und wir haben von der 1 bis zur
68 Farben. Und wartet mal, mal gucken kurz, wie viele AB-Farben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 AB-Farben. Wow. Ach, das sieht schon schön aus hier, Bruder und Schwester. Da gibt es ja auch, ja, Brüderlein und Schwesterlein. Das Märchen. Schön. Hier ist die Leinwand. Sie ist schön abgesteppt. I'll let the pressure begin. Karatart. Ist hinten, ja, sie ist ein bisschen rauer. Also, rauer wie die anderen und ein bisschen steifer, ein bisschen fester vom Material her. Aber das kann wahrscheinlich, vielleicht ist es auch nur Einbildung, aber naja. Hier seht ihr nochmal unser Bild und die Legende mit der Colorliste, die Nummer, wo auf den Tütchen steht, das Painting-Symbol und die DMC-Nummer. Auf unseren Tütchen steht nachher diese Nummer hier drauf und die DMC-Nummer, damit man das besser einsortieren kann. Wir haben einmal rechts die Legende und links auch nochmal. Ich glaube, da müssen wir die Folie ein bisschen abziehen, weil die hat ganz schöne Wellen drin. Also die müssen wir kurz hoch machen. Einmal, damit es sich einfacher ein bisschen glatter legt einfach. So, ich lege es mal kurz schräg. Oh, die Klebkraft ist super. Und auch hier wieder sehr positiv. Es geht nur ein kleiner Rand von unserem Kleber über das Bild. Das finde ich immer toll. Ich meine, das andere macht ja auch nichts aus. Dann klebt man sich einfach ein bisschen Washi-Tape drüber. Aber wenn das ja schon so funktioniert, finde ich das schon wirklich toll. So, ich ziehe noch ein bisschen mehr. Und dann schieben wir uns die Folie wieder zurück. So kriegt ihr das schneller glatt gelegt. Ihr könnt natürlich auch die Leinwand liegen lassen. Aber wenn da schon so Falten drin sind, so Luftfalten, dann ist es immer besser, wenn man die abzieht und die Folie einfach nochmal neu drüber macht. Hier seht ihr es zum Beispiel jetzt, ich hatte ja abgelöst, aber hier ist trotzdem noch diese Spannungsfalte mit drin. Das heißt, hier mache ich nochmal meine Folie hoch und streiche sie mir nochmal glatt. Und achte halt besonders darauf, dass dann hier die Folie greift. Schauen wir mal, ob es jetzt besser ist. Doch, definitiv besser. Ja. So, hier das ist nur vom Einrollen noch, aber ihr seht es, die Folie liegt jetzt mit dem Kleber bündig. So, dasselbe machen wir jetzt auf der anderen Seite noch. Also nur noch hier. Bis hier würde ich sie jetzt wahrscheinlich zurückziehen. Mal schauen. Da seid immer ein bisschen vorsichtig. Nicht, dass ihr, wenn ihr die komplett abzieht, die Folie, ist es ein bisschen schwierig. Da müsst ihr euch halt die Seite markieren, damit ihr wisst, welche auf die Leinwand gehört und welche nicht. So,
sage ich noch selber, seid vorsichtig und fast wäre es passiert, dass es mir falsch zurückgeschlagen ist, die Folie. So, ups, schauen wir mal kurz. Nee, das gefällt mir noch nicht. So, jetzt. Da ist noch eine große Blase drin. Die holen wir noch raus. So, was ist hier? Eigentlich schon wieder ein Steinchen. Und ihr seht es, sie ist glatt. Hier unten sehen wir das hübsche Rehkitz, also das Brüderlein oder den Bruder. Und oben oder auf dem Schoß von dem Mädchen. Schön, das Reh mit den Öhrchen, das sieht ja toll gepixelt aus. Und auch hier der Schatten von den Haaren. Das ist ja toll. Sie ist anscheinend rothaarig, würde ich jetzt mal tippen. Und dann geht es ins Dunkle über, weil da ja der Schatten ist. Also das Licht fällt von hier auf sie. Deswegen ist das Rehkitzchen auch hier heller. Das ist toll. Schön. So, den können wir weglegen. Den Spachtel, Spater, Schieber, wie man ihn auch nennen mag. Und hier ist der Druck. Ihr seht es, ein leichtes Raster, aber kein schwarzes, sondern mit den Farben, wo die Steinchen sind. Es gibt helle und dunkle Symbole, trotzdem sind sie lesbar. Toll, der Druck ist super. Schön. Genau. Na, mit 68 Farben hat das Bild auch ganz schön viele Farben. Hier unten steht bei unserer Leinwand noch einmal der Titel sowie die Künstlerin und die Größe mit der Bildnummer. Hier ist nochmal Karatart und hier nochmal, das habe ich beim letzten Mal gar nicht gezeigt, der Come Again and Save, der kleine Code. Ah doch, ich bin mit meiner Ausbeute so ganz zufrieden. Hier ist noch, das muss ich nachher machen, hier ist noch mal so eine Spannungsfalte drin. Die ist weg, aber hier oben. Na, zeige ich es euch denn am besten. So, hier oben. Seht ihr sie? Da. Die ist leider noch drin, die muss ich aber noch mal rausholen. Das mache ich nachher mit dem Schieber. Bei den anderen Sachen, bei den anderen ist es raus. Und dann werden auch hinten nachher die Falten an der Leinwand sich auslegen. Aber wie gesagt, hier die große, die muss ich noch mal rausholen. Da seht ihr es auch, die ist nicht auf der Leinwand. Die Folie. Ja, das Mädchen mit den großen Augen sozusagen. Schön. Ah, hat auch schöne, die Pupillen sind sehr schön, finde ich. Schön farbreich, abwechslungsreich. Kann man ja hier nochmal gucken. Ja, ein sehr schönes Bild. Gefällt mir sehr gut. So, und hier sind unsere Steinchen dazu. Hier steht nochmal die Bildnummer mit drauf und das R natürlich für rund, passt überein. Ich hole mal gerade die Steinchen raus und dann schauen wir sie uns zusammen an.
Na, komm. Und kein loses Steinchen in der Tüte. Ich bin begeistert. So. Wir haben Rot- und Brauntöne. Recht viel Orange auch. Schauen wir mal hier auf dem Tütchen. Das ist sozusagen die Nummer für das Painting-Symbol und die DMC-Nummer. Und das findet ihr dann hier in der Legende. Da steht ja in Pink zum Beispiel die 23. Dann sucht ihr euch das Beutelchen raus mit der 23. Und Moment, ich guck mal gerade. Hier, da habt ihr das, die 23 mit der DMC 780. Ja, das passt. Und dann habt ihr dazu passend das Symbol. So, hier sind mal die runden Steinchen. Wenn hier so lose, na, Steinchen sind, dann mache ich mir immer das Tütchen auf und lasse sie halt gerade reinplumpsen. Und dann mache ich das Tütchen wieder zu. Weil meistens gehören sie ja zu dem Tütchen bei den Druckverschlussbeuteln. So, Druckverschlussbeutel, das hebe ich mir auch immer auf. Die nutze ich auch anderweitig. Die 310. Noch eins mit 310, da sind auch 2000. Na, kommt. Richtig prall gefüllt hier. Ich weiß nie, wie ich es halten soll. Dadurch, dass dieser rote Punkt da ist von meiner Kamera, finde ich das nicht sehr passend. Irgendwie. Aber wie gesagt, bei uns regnet es. Und anders müsste ich ein künstliches Licht dann machen. Und das finde ich momentan nicht so super, weil dann auf der Folie alles rumspiegelt. Und das, ja, das, also mich persönlich stört das ein bisschen. Da muss ich mal gucken, ob das anders zu lösen ist. Aber da habe ich mir noch nicht großartig Gedanken drüber gemacht. Oh, knallig. Ja. Ein schönes Orange. Ja gut, für die Herbstzeit, wenn das im Wald ist. Oder ich stelle mir das halt vor, dass das Bruder und Schwester im Wald sind. Nein. Er ist ja ein Kitz und schönes Rot. Und dann passen so Farben schon super. Das wäre auch ein schönes Herbstbild gewesen. Aber gut, so ist es. Ach, da hat sich ein Gelber drin verirrt. Wenn ich da beim Kitting Up dran denke, werde ich den Gelben in den passenden dazu sortieren. Wenn er denn in meine Farben mit rein gehört. Die 939 war das. 938. 939. Ach nee, die 9. Entschuldigung. Falsch gesagt, die 934. Und hier ist die 939. Unser Blauton. Na, komm schon. Nochmal so ein schönes, ein schöner, kräftiger Ton. Mhm. Auch gut. Mhm.
Oh, ich weiß gar nicht, ob ihr das hört, aber im Hintergrund singt jetzt meine Tochter. Ah je. Ihr werdet von allen Seiten beschallt. Ah, ein schönes Braun. Obwohl, vielleicht sind ja ihre Haare dann auch mehr braun gehalten, dass das hier mehr braun ist, so wie das Kitz ja dann auch. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber mit so, ja, mit so einer Farbe, das sieht garantiert toll aus. Jetzt gucke ich mal gerade das. Oh, da habe ich die Steinchen gerade drum gemacht. Das ist die 19. Na doch, das ist das T. Also das Kitz und ein bisschen von den Haaren, so Strähnchen, werden in diesem Ton sein. Das ist ja klasse. Also die Farbpalette gefällt mir bis jetzt wirklich sehr gut. Das ist schön. Passt auch sehr gut zu dem Bild, finde ich. Das ist schön. Ja. Wie soll ich noch sagen? Schön geerdet, also toll. Ne? Ah, hier ist unsere erste AB-Farbe. Ein Gelbton. Einmal Rot. So Gelb-Orange. Oder ja, Gelb-Orange. Ah, das sind alles unsere AB-Farben. Halt, da müssen wir nochmal... Kein Steinchen darf entkommen. Nochmal ein Rotton, aber ein bisschen kräftiger. Hier ist Weiß. Da muss ich auch noch kurz den Stein reinmachen. Und hier nochmal Grünton. Toll. Also die AB-Farben von Karat Art, die setzen ja so klasse ein. Macht richtig Spaß. Na? Jetzt. Ein zartes Gelb. Ja, dann schauen wir mal, wo unsere ganzen AB-Farben liegen. Die Farben habe ich ja schon zur Seite gemacht. Da haben wir die 60. Das ist unser Dollarzeichen. Ich zeige es euch mal hier. Die 60, ne? Unser Dollarzeichen. Mit dem Strich durch. Doch, Dollarzeichen. Schauen wir mal, ob ich das jetzt so auf die Schnelle finde. Ja. Also es ist in den hellen Sachen hier vertreten. Ich zeige es euch mal in der Leinwand. Na? Muss ich noch mal gucken. Doch, da. Hier und dort. Es sind hier nur ein paar Steinchen. Aber trotzdem, ach ja, hier in den Augen noch mal. In beiden Augen. Ist es drin und hier oben noch mal mit dem hellen. Da ist dieser Ton drin. Dann haben wir die 61. Gucke ich kurz mal, wo die, der hier müsste das sein. Ja, er hier. Und das ist unser. Ja. Spitzes Dreieck, Dreieck zu allen Seiten. Und den haben wir vertreten. Hier bei den Haaren, Entschuldigung, ist er mit drin. Ja, bei den Strähnen hier ist
dachte ich gerade an die Lippe. Nein. Im Rehkitz ist es mit drin. Schön. Das sind ja auch nur ein paar Steinchen. Dann haben wir die... Muss ich mal kurz gucken. 62. Das ist unser Viereck. Hier einmal. Na? Also da, wo das Dollarzeichen auch war. Hier oben am Kopf von dem Reh, in diesem Schatten, dem Übergang hier bei den hellen Haarsträhnen. In den Augen ist es nicht vertreten, aber hier bei den hellen Sachen, da ist das nochmal vertreten. Ups. So, die 63, das ist ein Braunton von AB. Das ist der Kreis mit dem Strich durch. Und der ist, ich würde ja schätzen, obwohl, ich weiß gar nicht, wo ich den schätzen würde. Der ist... Wo ist mein Kreis mit dem Strich durch? Kreis und Strich. Muss ich mal gerade hinlegen. Jeder hat ihn schon gefunden, nur ich nicht. Na? Braunton. Vielleicht sehen wir ihn gleich noch, wenn wir mal weiterschauen. Jetzt suchen wir mal ihn hier. Das sind die zwei Vierecke nebeneinander gedreht. Die Vierecke. Oh, heute sehe ich ja gar nichts. Ich weiß ja auch nicht. Ah ja. Aber die sind nicht, das sind sie nicht, Entschuldigung, da. Aber das sind sie gar nicht, weil wir haben ja die nicht ausgefüllten Vierecke, ja. Gut, da muss man vielleicht ein bisschen drauf aufpassen. Ach, hier habe ich schon mal den Kreis. Unseren braunen AB. So, jetzt suchen wir trotzdem noch unsere Vierecke, die nicht ausgefüllt. Ach ja, hier guckt mal auf der Nase zum Beispiel. Na komm. Auf der Nase, im Gesicht, sind sie vertreten. Hier an der Spur, wo es so hell runtergeht, am Hals, an dem Ohr von dem Lichtschein. Genau. So. Ah, in dem Arm noch ein bisschen. Wirklich schön dezent. In der Hand ein wenig. Ja, auch sehr gut. Sehr schön. Da haben wir die 66. Na komm, er hier.
Was ist dieses Symbol? Und das ist einmal hier in Ihrem Oberteil vertreten. In den Lippen als ein kleines Highlight. Schön. Hier oben auch noch mal so verteilt an den Haaren. Oder es gehört das ja schon zum Lichtschein hier. Dann haben wir unseren grünen Ton. Das ist der Kreis mit dem Strich quer. Jetzt dachte ich ja, dass das direkt hier mit dabei ist, aber da ist er nicht. Da ist das K. Wir hatten ihn eben schon gesehen. Also ich weiß, dass ich ihn schon gesehen habe, ja, einmal hier vertreten. Ja, auch hier nochmal. In den Augen ist er mit drin. Schön, die Augen sind ja hier bei dem Bild wirklich wunderschön umgesetzt mit den vielen Farbnuancen drin. Das ist super. Ich glaube, die kommen super nachher raus bei dem Bild, die Augen. So, und dann haben wir hier noch den weißen. AB. Ja, und einen haben wir vergessen, oder? Das ist dieses, der querliegende Balken, nicht ausgehöhlt. Den hatten wir hier bei den Händen und Armen so mit dabei. Im Gesicht war er auch so ein bisschen vertreten an der Nase. Hier oben auf der Stirn jetzt nicht, also sehe ich ihn jetzt nicht gleich auf Anhieb, aber hier auch noch mal. Und dann haben wir noch diesen gelben AB. Hatten wir den geguckt? Ich weiß es gar nicht. Das ist der Strich. Und der ist auch hier mit vertreten. Und naja, ich glaube im Gesicht jetzt eher nicht, aber hier am Ohr und am Kopf ist es mit vertreten, hier in der hellen Haarsträhne, wo das Licht schön drauf fällt. Toll. Hier auch noch, wo das Licht so zwischen den beiden durchgeht. Schön. Ich muss es gerade ein bisschen hochholen, sonst seht ihr nicht mehr so gut. Schön, also das gefällt mir auch sehr gut. Ich muss sagen, mit dieser Mystery Box wurde mein Geschmack schon getroffen. Das gefällt mir recht gut, was ich bekommen habe. Doch, was sagt ihr dazu? Wie findet ihr die Sachen? Hättet ihr bei sowas auch mitgemacht oder habt ihr mitgemacht und welche Bilder habt ihr bekommen? Das würde mich wirklich mal interessieren. Das könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr möchtet natürlich. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Däumchen nach oben geben und auch gerne einen lieben Kommentar da lassen. Und vielleicht wollt ihr mich ja auch kostenlos abonnieren, wie ihr möchtet. In diesem Sinne
hören und sehen wir uns das nächste Mal. Vielen, vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt und zugeschaut habt. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Bleibt gesund, macht's gut, tschüss.